Sie kommen aus Mönchengladbach und spielen in diesem Jahr auf dem Heartbeat Festival in Mönchengladbach Hart. Heute sind Sie bei mir im Backstage Talk. Herzlich willkommen, FBM. Hi. Schön, dass ihr bei mir seid. FBM. Schön, dass du hier sein. Jetzt müssen wir erstmal klären, wofür steht FBM? Ja. Willst du? Let's go. Ja, das ist also die Abkürzung von Feedback Mafia. Was wir aber gedacht haben und in den letzten Jahren festgestellt haben, Feedback Mafia ist manchmal ein bisschen zu lang oder. Jeder fragt immer, wofür steht es denn? Dann die Erklärung halt immer ein bisschen lang. Dann haben wir gesagt, komm, machen wir es einfach auf FBM abgekürzt. Passt doch besser auf den Banner. Wieso denn jetzt Feedback Mafia? Also Feedback Mafia kam zustande, dass wir im Proberaum immer relativ Probleme hatten mit dem Sound. Ja? Bis dato hatten wir keinen Namen. Wir haben immer überlegt, ja, was passt zu uns, was nehmen wir mit dem Namen. Ständig diese Soundkulisse, wo alles gefiept hat und wo wir uns gegenseitig nicht verstanden haben richtig. Und haben wir dann gesagt, ey, weißt du was, wir haben ständig ein Feedback. Wir sind die Feedback-Mafia. Ja, und das war eher so aus der Laune raus. Und dann haben wir gedacht, ja, geil, dann nehmen wir uns jetzt Feedback-Mafia. Und so kam so das. So Bandnamen entstehen, ne? Das ist ja immer so oft so ein Suchen, ne? Um irgendwie so einen guten Bandnamen zu finden. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe nicht so viel über euch gefunden im Internet tatsächlich. Das heißt, deswegen müsst ihr mir jetzt mal so ein bisschen erzählen, wer seid ihr genau, was macht ihr für Musik? Wie würdet ihr es selbst beschreiben? Ja, also die Tatsache, dass du wenig über uns gefunden hast, ist, dass unsere Seite gerade down ist. Wir sind im neuen Aufbau. Okay. Und Entstehungsgeschichte, wir sind eigentlich alle begeistert vom New Metal. Ja, ist ja auch eine Charakteristik von uns, dass wir schon sehr den Bands in den 90ern ähneln, wie Linkin Park, Limp Bizkit. Ein paar Blues-Einflüsse haben wir auch. Unser Bassist kommt aus der Blues-Richtung. Tobi kam vorher aus der Punk-Richtung und hat bandmäßig auch schon Punk gespielt. Ich war schon immer ein Riesenfan vom New Metal und auch vom Rap-Gesang. Und so kam das dann zustande, dass wir uns alle so ein bisschen zusammengerauft haben und mehr oder weniger unseren eigenen Stil dann auch entwickelt haben. Ich würde sagen, am besten wir hören das Ganze mal an. Ihr habt uns zwei Songs mitgebracht, die wir eben hier eingespielt haben. Und was hören wir jetzt als erstes von euch? Also ich würde sagen, wir hören jetzt als erstes End of Depression. Ja, ein etwas ruhiger Song. Haben wir auch heute ein bisschen mehr in die Akustikvariante umgewandelt. I know you feel so desperate, that's not your fate. You only need a little break, you're just a slave. You're just a slave of fucking lies, and now it's time to realize you need to pay a little price. You had a sleepless night to feel the pain inside. Your world is dark and quiet, but hope creates the light. Try to hide, never lose your mind on a cold black night. Never get lost in a city of a damn. Be your own legend like an old school brand. Legendary made, legendary fade. Will be unmatched like a Japanese blade. Strong at the pain and the laugh full of shame. I know a lot of pretty fuckers wanna be the same. They'll still need to fight every day and every night. That's the way the motherfucker need to make it right. I know you will be strong and I know you will be strong. Take a little while to understand where you belong. To find another way, how you get a better day. How you realize that you're finally on way. You gotta be the best in a state of evil sway. So get the fuck up before you live in a sick delay. Hope you never ride on a bed of suicide. Hope you are a man listen to the god of light. Hope you get a chance to become a better life. Man, I really know that you never wanna strive. You don't need to say your whole life is just a little candle. Like a test, you'll be assessed. All you have to do is to try your fucking best. I know it will be tough, I know your life is rough. You only have the chance when you never get enough. If you never lose your faith, will you never be a slave? You have to be smart and you need to be brave. Everybody have pride, we're only to decide how we wanna live and how we wanna fight. But if you got a plan, if you
FBM mit End of Depression. So, Ende der Depression quasi. Das heißt, wie ist der Song entstanden? Worum geht's genau? Was ist die Message? Also die Message dahinter ist eigentlich, wie es schon der Titel eigentlich sagt, man beobachtet ja immer mehr, dass in unserer Gesellschaft die Leute immer mehr gestresst sind. Ja? Es wird immer mehr abverlangt. Und daraus entstehen halt für viele fallen in eine tiefe Depression. Und der Song, der soll eigentlich mehr so ein Aufraffen sein. Ja? Kämpf dagegen an, raff dich auf und lass es nicht zu, dass du halt in so ein tiefes Loch fällst. Und darum geht es eigentlich hauptsächlich in dem Song. Inspiriert durch eigene Erfahrungen oder durch das, was ihr so erlebt? Definitiv. Inspiriert nicht durch eigene Erfahrung auf die Person bezogen jetzt bei uns, aber ja. Aber finde ich schon ein wichtiges, ja, wichtiges Thema, ne, um das mal anzusprechen. Ja, auf jeden Fall. Man kriegt seinen Bekanntenkreis immer mehr mit. Das ist richtig. Das heißt, worum geht es in euren Songs? Also sind das wirklich so Themen, die ihr so mitbekommt im Umfeld? Sind das autobiografische Sachen? Worum geht's? Ja, dann antworte ich nochmal als Sänger. Ich habe ja auch größtenteils die Songs dann geschrieben. Im Großen und Ganzen, wie das so ist, also mal sucht man sich ein Thema aus, ein spezifisches, mal hat man gerade irgendwelche Gefühle, die man dann irgendwie zum Ausdruck bringen möchte. Wir haben jetzt nicht in jedem Song eine bestimmte Message. Manche Songs sind wie bei End of Depression mit einer Message behaftet. Andere Songs wiederum erzählen einfach nur eine Geschichte. Wiederum ist ein Song dann vielleicht auch mal nicht so ganz ernst gemeint, sondern eher vielleicht ein bisschen sozialkritisch oder sowas. Und im Großen und Ganzen, wir schreiben eigentlich, wo uns gerade nachsteht. Entsteht denn erst der Text und dann das Instrument sozusagen oder passiert das irgendwie Hand in Hand? Naja, also wir probieren halt im Proberaum immer verschiedene Varianten aus und dann entsteht der Text dazu. Ne? Natürlich dann, wenn der Text dann anders passt, dann schreiben wir natürlich auch das Musikalische um. Ihr habt ja eben, oder du hast eben schon erwähnt, so den Bizkit, Linkin Park, man hört es auch raus. Sind das so eure Vorbilder? Wollt ihr irgendwie ein bisschen so klingen? Also wir werden immer definitiv mit Limp Bizkit verglichen. Linkin Park ein bisschen weniger, aber mit, ich sag mal, wenn wir jetzt noch einen DJ dabei hätten, dann wären wir eigentlich... Singst du lieber oder rappst du lieber dann? Was fällt dir leichter? Vielleicht auch? Also leichter in Bezug auf sagen wir mal, das Akustische, würde ich jetzt sagen, ist das Rappen, das ist schon leichter, weil ich bin jetzt kein ausgebildeter Sänger oder so. Ich muss halt ein bisschen gucken, mich rantasten. Ja, versuche natürlich auch immer ein bisschen mehr und bin auch sehr selbstkritisch in der Sache. Aber wenn es ums Schreiben auch geht, würde ich sagen, ist das Schreiben auf dem Niveau des Englischen als vollkommen deutsche Person sehr schwer im Rap. Ne? Okay. Glaube ich. Wir hören noch mal was an. Ihr habt uns noch einen Song mitgebracht. Mhm. Was hören wir jetzt von euch? Agent Purvis. Breath and I smell the dead. Look around and I see the dread.
not afraid that I'm gonna mad. Everybody need to work and I'm breaking bad. I never lose if I break the Lord. I never live like a fucking whore. I'll be the best if I kill the rest. I'll smash your fucking face right down the floor. And I never look back. Never lose a day. On my own fucking way, I'm not a slave of a destiny, and I never regret. Celebrate the day, so your fucking name will fade away. While you're getting into this power play, I know that you won't fight. You know that I will fight. You never break me down, and I will never hide. I know you look for me, but you will never see. I'll be a legend, and not just an enemy. I will. Mit Agent Purvis. So, Agent Purvis, worum geht's? Also Agent Purvis ist inspiriert durch Breaking Bad, Riesenfan. Und ja, es geht sich so ein bisschen in diesem Song um die Problematik zwischen Gesetzgeber oder auch Gesetzlosen. Agent Purvis ist zum Beispiel ein ehemaliger Agent in den 20er, 30er Jahren aus Amerika. Mhm. Und ja, wie ich vorhin schon sagte, manche Songs erzählen eine Geschichte, andere wiederum sind aus unserem Leben gegriffen und dieser Song ist einfach eine Geschichte. Ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt, ich spiele auf dem Heartbeat Festival in Hart in diesem Jahr. So, jetzt müssen wir ein bisschen erzählen für diejenigen, die das noch nicht so kennen, was genau ist es und wie kommt es dazu, dass ihr das spielt? Ja, also wir haben bei der Ausschreibung bei Facebook als uns beworben und wurden dann auch relativ zügig genommen oder haben die Zusage bekommen, wo die wir uns tierisch gefreut haben, weil wir lieben es einfach auf kleinen Festivals zu spielen. Das ist eigentlich das Coolste, was man so samstags machen kann. Mittags anreisen, aufbauen, bei schönem Wetter ein bisschen abhängen, trinken. Genau. Dann spielen, andere Bands auch kennenlernen. Das ist eigentlich immer das Beste, wenn man andere Bands dann kennenlernen, mit denen man dann auch weiterhin noch Kontakt hat. Vom Heartbeat Festival selber, das war, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal. Da hat unser Bassist mit seiner zweiten Band, mit der Doppelgarage schon mal gespielt, war auch begeistert. Und umso mehr freut er sich natürlich, da jetzt wieder spielen zu können. Habt ihr eigentlich, das frage ich auch mal, eigentlich fast jede Band hier, habt ihr Rituale, bevor ihr auf die Bühne geht? Ja, im Allgemeinen schon. Also wir klatschen uns halt ab. So mit Ghetto-Faust? Ja, genau, natürlich. Ich komme ja aus der New-Metal-Ecke, natürlich mit Ghetto-Faust. Okay. Aber wir
besaufen uns jetzt nicht mit Sekt, Champagner. Was kommt dann und danach wahrscheinlich? Ja, nee, also was ganz Normales. Check die Kralle und auf, ab auf die Kralle. Check die Kralle und ab auf die Bühne. Was heißt jetzt check die Kralle? Ja, die Kralle hier, die, ne? Also ihr checkt dann so die Kralle vielleicht einfach? Vielleicht auch die Faust. Ne? Also check die Faust, dann check die Kralle. Okay, check die Kralle, und dann geht's check ab. Die Faust. Okay, wenn ihr fertig seid mit eurem Auftritt, wie kommt ihr wieder runter? Weil man ist ja wirklich dann doch sehr gepusht durchs Adrenalin. Ja, meistens ist es ja einfach so bei so kleineren Festivals, wie jetzt zum Beispiel beim Heartbeat, wenn wir wahrscheinlich so 30 Minuten haben und die Umbauphasen sind halt sehr, sehr hektisch, sodass man gar nicht wirklich Zeit hat, irgendwie ein Ritual auf der Bühne noch zu vollziehen. Das bedeutet einfach Kram packen, runter, der nächsten Band helfen, aufzubauen, gucken, ist alles in Ordnung, fertig. Und dann? Und dann, klar, dann trifft man sich natürlich im Backstage nochmal, macht sich ein bisschen frisch, trinkt das eine oder andere Bier, schaut sich dann die anderen Bands an und hat einen schönen Abend zusammen. So, allerletzte Frage. Nach dem Heartbeat Festival, was passiert noch in diesem Jahr mit euch, bei euch? Was sind eure Pläne? Unsere Pläne sind, ist, dass wir vielleicht eine Verstärkung bekommen, gerne noch einen DJ dabei, dass wir die elektronischen Einflüsse noch ein bisschen ausbauen können und natürlich live, live, live. Also wir würden gerne mehr Live-Gigs haben, also wenn jemand Interesse hat, dass wir spielen, wir kommen gerne. Okay, nochmal ganz kurz DJ, dass wir hier mal ganz kurz konkretisieren, kleinen Aufruf starten, was genau sucht ihr? Also er muss, oder wäre schön, wenn er mit der MPC... Darf auch sie sein eigentlich, oder ist ja. Das schon, soll das schon Mann sein? Klar kann er das sein. Hallo. Eine heiße Frau im DJ-Pool ist das ja auch nicht so schlecht. Natürlich. Gut, okay. Also was muss die Person können? Die Person sollte mit der MPC umgehen können vielleicht, oder auch mit dem Synthesizer. Vielleicht auch ein bisschen Gescratche, was man halt so als DJ, Hip-Hop-DJ auch machen kann. Ja, so in der Richtung. Okay, wer sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt, der kann sich, würde ich sagen, einfach mal bei City Vision melden. Am allerbesten aber einfach bei euch über eure Facebook-Seite. Gut, dann wünsche ich euch, dass das klappt, dass ihr jemanden findet. Und dass das Jahr weiter gut für euch verläuft. Vor allem, dass ihr sehr viel Spaß auf dem Heartbeat-Festival habt. Und schön, dass ihr heute hier meine Gäste wart. Ja, danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal im Backstage-Talk. Tschüss.